Haare. Die Kerze vielleicht da über. Das ist aber ein bisschen zu hoch. Ups. So, besser. Ups. So. Hallöchen, ihr Lieben. Jetzt habe ich... Ja, das geht. Also, ich möchte jetzt 4 Bücher vorstellen, die ihr im vorletzten Video und vielleicht noch gar nie gesehen habt, also gar nirgends gesehen habt. Und ihr könnt auswählen, welches ich als nächstes lesen soll. Ich habe es jetzt so gedacht, es sind eigentlich ein bisschen mehr als 4, dass dann noch ein Livestream auf Instagram kommt, wo nochmal 4 kommen. Und dann 3 bis 4 nochmal auf einer anderen Plattform. Das sieht ein bisschen. Oder vielleicht kann ich auch die 3 bis 4 einfach so über einen Auslosegenerator eins auswählen und dann wird am Schluss noch das Battle zwischen diesen 3 letzten Büchern stattfinden. Also, ihr dürft mir auch einfach so Fragen im Stream stellen. Also. Es muss nicht nur um dieses Thema gehen. Das eine Buch wäre von Peter Mayl, Trüffelträume, ist natürlich alles verkehrt. Da habe ich schon ein anderes Buch von ihm mal gelesen und dieses hier über Bookcrossing gekriegt. Da hat es noch so einen Stempel drauf und hier unten ist die Bookcrossing-Nummer von Hand aufgeschrieben. Dann ein anderes Buch, was zur Debatte steht, ist eine Biografie über Romy Schneider. Ja, weiß ich gar nicht mehr genau, woher ich das habe. Und dann nochmal ein, ja, so ein Klassiker ist von Jurek Becker, Jakob der Lügner, also einige Bücher, also ich glaube vor allem dieses hier habe ich schon angefangen, aber der Rest eigentlich gar nicht, aber angefangen heißt die erste Seite. Und dann noch ein etwas dickeres Buch, Der dunkle Kuss der Sterne von Nina Bleson oder so. Da habe ich auch schon ein anderes Buch von ihr gelesen und habe dieses hier irgendwie im Bücherschrank hier gefunden. Ja, und ja, ich könnte das noch schnell in den Kommentarspalte schreiben. Also, ich schreibe jetzt ein bisschen viel. So, machen wir das einfach alles. ja. Der Lügner. Ups, jetzt wird das ein bisschen komisch, aber egal, vielleicht. Naja, ich mache das dann nicht mehr richtig. Keine Ahnung, wie das dann abgeschickt wird. Und das letzte noch. Der dunkle Kuss der Sterne. Ja, ungefähr so. Geht das jetzt nicht? Mist. Hä? Seltsam wechseln sie zu
Ah, oh nein. Verdammt, Mist. Okay, alles nochmal von vorne schreiben. Also. Also. Jetzt mal schnell gucken, was die Katze da hat. Ob das vielleicht die Dicke ist, die Probleme mit den Zähnen hat. Ah, jetzt hört es wieder auf. Also, also, ja, bis jetzt ist hier niemand. 7 Uhr abends haben wir eigentlich. Was soll ich sonst noch? Also 6 Minuten geht das schon. Was ich noch dachte, aber das müsste ich vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das hier machen könnte, dass ich mal hier in so einer Facebook-Gruppe über Autoren, Autoren suchen, Blogger oder so. Wie hieß jetzt das? Das wahrscheinlich. Da gibt es jetzt so Threads, wo man jeweils seine Bücher vorstellen könnte, dass ich die auch mal so im Livestream vorstelle, so wie diese Weihnachtsbücher. Das war die falsche Gruppe. Ja, einfach so zwischendurch. Wie hieß denn das anderes? Keine Ahnung. Aber das wäre vielleicht besser, wenn ich es über einen Instagram-Livestream machen könnte. Da kann ich gleich. Vielleicht war es doch diese hier. Genau. Dann kann ich gleich über das Video zeigen, um was es geht. Also. Zeigt her eure neuesten, das ist am 12. Januar. Cool. Da gibt es einfach solche neuesten Amazon. Also das ist jetzt die Gruppe, die ich dachte von, ich glaube, süchtig nach Büchern. Bücher, das ist auch eine YouTuberin und so recht bekannt, die das wirklich gut macht, und da geht es eigentlich darum, dass Buchblogger Autoren suchen, aber eigentlich geht es, oder Autoren suchen Buchblogger, aber eigentlich heißt es Buchblogger suchen, Pünktchen, Pünktchen, also eher, dass es von dem Blogger ausgeht. Die Gruppe ist sehr gut gemacht und da können auch Autoren ihre Bücher vorstellen. Was ist denn das? Das sind Videos. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Das ist nur so ein, keine Ahnung, ein Trailer, mehr oder weniger. So. Also, genau, vielleicht gebe ich hier noch eine Frist, 24 Stunden nach Ende des Livestreams, und sonst finde ich auch irgendwie raus, wie ich das auslose mit dem Generator, wie ich anfangs für den einen Stapel angekündigt habe. Das seht ihr dann vielleicht schon auch, wenn es nicht angepinnt ist. Also.
Und hier bin ich jetzt eben zuerst auf einer Seite von einer Bloggerin, weil es hier um die neuesten Rezensionen geht, hier nämlich der Bücherelfe. Okay, aber noch ziemlich viele Rechtschreibfehler auf dieser Blogger-Seite. Also ich finde jetzt diese, jetzt wiederhole ich den Namen nicht, damit es keine miese Werbung ist. Ja gut, dieser Blog ist sicher auch spannend, aber nicht ganz, ja eben, ich finde ihn so mittelgut, wenn es so viele Rechtschreibfehler gibt. Also da zum Beispiel mal Einstieg ist klein geschrieben. Wie ich finde, ist eigentlich, das kann man vielleicht als Satz bezeichnen. Verlassene ist groß statt klein, Zufall wieder klein. Aber es war noch irgendetwas anderes interessant geschrieben hier. Ich glaube, Vampir mit IE. Ich finde das Wort nun nicht gerade wieder. Und dann noch irgendwie noch ein, zwei andere komische Schatten. Genau, Vampir als IE. Das ist schon mal eines komische Fehler. Ja, und sonst vor allem die Groß- und Kleinschreibung hier auf diesem Blog. Das ist ein bisschen schade. Ja, jetzt sehe ich natürlich nur ab und zu in den Livestream rein, also falls da irgendwelche Kommentare kämen, was ich momentan nicht wirklich annehme, ja, sehe ich das nicht so weit. Schaue ich mir nochmal einen Blog an, beziehungsweise einen Blog auf Facebook, ja, das gilt als Blog quasi. Ja. Hier hat es noch mehr. Sonst ist nicht ganz mein Genre. Und naja, eher so hier mal ein Kinderbuch. Dann irgendwie so Roman für ein bisschen ältere Leute oder so vielleicht, keine Ahnung. Also mir ist einfach langweilig, sonst hätte ich den Livestream längst abgestellt. Aber der kann ja nachher noch online bleiben, muss es ja quasi auch, damit ihr eine Chance habt, zum abzustimmen. Und dann ist es auch besser, wenn er ein bisschen länger wird. So, Buchjunkies, das klingt lustig. Also letztens habe ich tatsächlich auch einen guten Blog gefunden, der heißt, glaube ich, irgendwie Herzkeks oder so. Aber verlinken werde ich jetzt davon jetzt nichts, über was ich rede. Und diesen einen Blog konnte ich jetzt per E-Mail abonnieren, mal schauen, ob das funktioniert. Es ist halt immer das Problem an Blogs, man kann sie vielleicht über E-Mails abonnieren, aber es ist immer über die Webseite selber und nicht über sowas wie eine übergeordnete Webseite wie eben YouTube. Buchjunkies, sei einfach du, haben sie hier bewertet. Das kenne ich nicht. Ach, das ist wahrscheinlich... Nein, das ist nicht der, oder? Also sowas Ähnliches. Zum Jungsein bist du nie zu alt. Ja, sowas Ähnliches habe ich mal gelesen. Aber ich meinte, ich weiß nicht, ob das dazu gehört. Neueste Rezensionen.
Vielleicht sage ich jetzt, dass ich den Livestream so etwa auf 20 Minuten laufen lasse, also noch 5 Minuten und dann ist auch fertig. Vielleicht schaue ich mir jetzt doch noch die Bücher von den Autoren an. Da müsste auch noch irgendwo ein Tweet sein. Autorentag, genau da. 133 Kommentare. Vielleicht schaue ich mir dieses hier mal an. Ein unerhörter Gentleman. A gay romance mit Fehl und Tadel. Die hat 46 gute Bewertungen von Mercy Cunningham. Das wird wahrscheinlich schon. Das ist eine Autorin aus München. Auch wenn der Autorenname so ein bisschen englisch klingt. Das klingt also sehr spannend. Also die Kurzbeschreibung habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ja, mache ich jetzt gleich. Und dann gibt es noch ein anderes Buch von ihr, Heißkalte Herzen, eine Anthologie der Homo-Schmuddelnudeln. Ah, das ist, glaube ich, das stimmt nicht, das ist nicht wirklich von ihr, da hat sie nur mit einer Geschichte mitgewirkt, das sind verschiedene Autoren im Kollektiv oder so. Also, ein unerhörter Gentleman, der hat auch ein mega, also ja, es passt nicht so ganz, es ist so ein mega, mega Märchenromantik-Cover. Und es geht irgendwie um zwei Erzfeinde. Ja, und irgendwie Intrige, Rache, Tod. Keine Ahnung. Aber es klingt mega schick. Was gibt es hier noch so? Ich glaube, das kann man, da ist kein Link. Das ist dann ein bisschen blöd. Aber das klingt eigentlich auch spannend. Von, ist das der Autorenname? Genau, Annette Klose, eine Handvoll Würfelzucker und Biegelmeute. Kann ich leider den Link nicht aufrufen, weil es da den gar nicht gibt. Also das eine, wie ist der, eine historische Geschichte, wahrscheinlich noch etwas warm. Und das andere klingt eher nach einem Liebesroman. Gips gegen, naja, das ist aber auch nicht ganz mein Ding. Das ist eine Trilogie, die auch nicht ganz schlecht klingt. Wie viele Minuten noch? Zwei. Hinter deiner Wirklichkeit, also da steht jetzt erst Serie mit zwei Büchern. So, vielleicht kommt das letzte Buch dann noch raus von Marco Anders Rauch. Und da vorher gab es eine andere Kurzbeschreibung, die ein bisschen besser klingt. Also auf der onkologischen Station der Kinderklinik in Erlangen geschehen immer wieder kleine Wunder. Okay, klein würde ich das nicht nennen, wenn die todkranken Kinder wieder genesen. Jetzt muss ich mal gucken. Kann ich da nicht? Da unten stehen sie. Also doch, die scheint noch recht unbekannt. Also das erste Buch hat vier, aber doch recht gute Rezensionen. Und ja, doch, das gibt es auch als Taschenbuch. Schauen, ob die Kurzbeschreibung, die Leseprobe. Ich glaube, mein
Genre wäre es jetzt doch nicht so ganz. Es klingt so ein bisschen, jetzt kommt es wieder in der aktuellen Zeit an. Das wäre schon spannend. Soll ich das auf die Wunschliste tun oder nicht? Na, aber ich glaube, das Knochenkrebs und alles und Magie, das ist mir doch ein bisschen zu deep. Aber ich denke, wenn ihr Lust habt, den Namen einzugeben, könnt ihr ja mal hinter deiner Wirklichkeit suchen von Marco Anders Rauch. Das ist, glaube ich, noch nicht so ein bekannter Autor. Das aber doch sehr spannend klingt. Also jetzt habe ich die 20 Minuten fertig, darum verabschiede ich mich von euch, den späteren Zuschauern. Und ich bin mal gespannt, ob ich dann demnächst ein paar Nachrichten kriege, welches dieser Bücher. Jetzt ist es wieder schwieriger. Und das andere hier, ich als nächstes lesen soll. Ja, also eben 24 Stunden habt ihr. Das wäre ungefähr natürlich bis 8 Uhr morgens. Morgen, ja. Bis dahin kann ich ja auch mit einem anderen Buch überbrücken quasi. Also, tschüssi.